Dieser Parasit hat die Weltgeschichte verändert und wird es vielleicht irgendwann mal wieder tun. Das ist die Kleiderlaus, einer der häufigsten und wichtigsten Parasiten des Menschen. Dieses Insekt ist ein Ektoparasit, das bedeutet, sie befällt den Menschen von außen im Gegensatz zu den Endoparasiten, die wir im menschlichen Körper finden können. Die Kleiderlaus wird nur etwa 4 mm groß und ernährt sich von unserem Blut. Sie ist als Parasit auf den Menschen spezialisiert und verträgt das Blut anderer Säugetiere nicht besonders gut. Das ist auch mal lustig, oder? Wenn sie Schweineblut trinkt, dann bekommt sie Bauchschmerzen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Milch trinke. Ja? Nur, dass da nicht mehr Bauchschmerzen kommen, sondern lassen wir die Details beiseite. Aber Milch ist für mich Gift. Zurück zu den zur Kleiderlaus. Ne? Diese Tiere sind sehr hartnäckig und können 4 Tage lang ohne Futter auskommen. Übertragen werden sie durch den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch oder wenn man sich die Kleidung oder die Bettwäsche miteinander teilt. Häufig tritt die Kleiderlaus genau dort auf, wo man es mit der Hygiene nicht allzu ernst nimmt. Ein Weibchen legt pro Tag etwa 10 Eier. Bekämpfen kann man diese Tiere durch geeignete Hygienemaßnahmen oder durch den Gebrauch von speziellen Insektiziden, die diese Läuse töten. Diese Insektizide kann man sich dann auftragen und dann sterben die Läuse dadurch. Insektizide sind natürlich für uns auch nicht besonders gut, aber ich sag mal so, für uns ist es halt ein bisschen ungesund in dem Moment, aber die Läuse sind halt dann danach weg. Allerdings gibt es beim Gebrauch von Insektiziden ein kleines Problem, denn die Kleiderlaus schläft nicht. Sie passt sich an, sie durchlebt eine Evolution. Bei zunehmendem Gebrauch von Insektiziden entwickeln diese Insekten eine Resistenz und können nicht mehr so leicht bekämpft werden. Deshalb müssen wir uns immer wieder und wieder aufs Neue auf die Suche nach neuen Substanzen machen, mit denen wir diese Tiere in Schach halten können. Der Stich einer Kleiderlaus hinterlässt so kleine juckende Beulen. Der Befall von Läusen ist in erster Linie nicht gefährlich, sondern nur extrem lästig und ekelhaft. Das Gefährliche an diesen Parasiten sind die Krankheiten, die sie übertragen können. Und einer dieser Krankheitserreger, die von den Kleiderläusen übertragen werden können, ist Rickettsia provaceci. Rickettsia provaceci ist ein Bakterium, das sich in unseren Körperzellen einnistet. Sowas bezeichnet man in der Fachsprache auch als einen intrazellulären Parasiten. Und diese Rickettsia hat ganz viele Besonderheiten zu bieten. So viele, dass ich dazu mal ein eigenes Video machen werde. In diesem Video möchte ich nur Folgendes festhalten. Diese Dinge sind gefährlich, denn sie lösen eine potenziell tödliche Krankheit aus. Und zwar das gefürchtete Fleckenfieber. Das Bakterium wird von den Läusen nicht mit dem Stich übertragen, sondern mit dem Kot. Auf gut Deutsch gesagt bedeutet das, die Laus scheißt dich im Prinzip an und in diesem winzig kleinen Haufen, den diese winzig kleine Laus auf dir platziert, da drin können sich die Krankheitserreger befinden und die können dann in diese Wunde gelangen, die dir die Laus verursacht, während sie dein Blut trinkt. Und wenn das passiert, kannst du eine Infektion mit dem Fleckenfieber bekommen. Dieses Fleckenfieber äußert sich zunächst in Abgeschlagenheit, Fieberschüben, Gliederschmerzen und so weiter. Es können aber auch Benommenheit und Bronchitis hinzukommen. Außerdem können sich auf der Haut Flecken entwickeln, deshalb nennt man diese Krankheit auch Fleckenfieber. Im schlimmsten Fall endet das Fleckenfieber tödlich. Was hat das alles jetzt aber mit der Weltmacht Russlands zu tun? Nun, während dem Ersten Weltkrieg an den osteuropäischen Fronten herrschten für diese Läuse ideale Bedingungen, um sich zu vermehren. Die Hygiene war alles andere als gut, die Leute konnten sich nicht waschen und waren im Schützengraben dicht aneinander gedrängt. Die Kleidung der Toten wurde nicht selten von den Lebenden mitgenommen und verwendet. Unter diesen Umständen wird die Kleiderlaus sehr leicht übertragen und genau das ist da passiert. Die Soldaten bekamen Läuse und es verbreitete sich das Fleckenfieber. Und es verbreitete sich tatsächlich so krass, dass es zu Epidemien gekommen ist. Diese Epidemien führten zu hohen Opferzahlen, sowohl unter den Soldaten als auch unter der zivilen Bevölkerung. Die Infrastruktur und das militärische Gefüge Russlands wurden stark beeinträchtigt, was zu Versorgungsproblemen führte. Die Moral der Truppen und der Bevölkerung waren am Boden. Die Leute wurden unzufrieden mit der Art und Weise, wie Krieg geführt wurde. Sie waren unzufrieden mit den extremen wirtschaftlichen und menschlichen Kosten und sie waren unzufrieden mit der Unfähigkeit der Regierung, die Epidemie effektiv zu bekämpfen.
Es kam zu einer politischen und sozialen Instabilität, woraufhin die russische Revolution folgte. Die Auswirkungen des Fleckenfiebers waren so gravierend, dass sie als einer der Faktoren angesehen werden, die zum Zusammenbruch des zaristischen Regimes in Russland beigetragen haben. Damit hat dieses nur 4 mm große Insekt die ganze Weltgeschichte verändert. Du siehst also, Parasiten können oft sehr viel mächtiger sein, als wir uns vorstellen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so viel wie möglich über sie herausfinden und sie besser verstehen lernen. Ich selbst habe mir hierfür einen der gefährlichsten Parasiten der Welt als Haustier besorgt. Wenn du wissen willst, was ich damit gemacht habe und was aus dieser ganzen Geschichte geworden ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis zum nächsten Mal und tschüss.